Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch wieder mal zu einer neuen Gameplay-Review. Und diesmal seht ihr hier schon Divinity Original Sin und die Enhancement Edition oder so. Ich habe da Bilder gesehen, ich kannte das vorher gar nicht. Ich habe da vor kurzem erst Bilder gesehen und dachte, Mensch, das wäre doch. Ich mache auch jetzt gleich mal an. Können wir nämlich dabei, während hier die Ladezeit ist, nämlich noch ein bisschen quatschen. Und dachte, Mensch, das ist doch was. Das könnte ich euch doch mal vorstellen. Das wäre doch bestimmt was Geiles. Ist auch so, ja, ein Rollenspiel. Aber die Bilder sahen echt nicht schlecht aus. So Diablo-Style, so mäßig. Und da habe ich gedacht, Mensch, das will ich auch mal testen. Will ich mir mal überraschen lassen, wie das ist. Ich habe mich auch mit Absicht nicht weiter spoilern lassen, nachdem ich die ersten Bilder gesehen habe. Also ich weiß gar nichts davon. Ich habe nur die Bilder gesehen und dachte, das muss ich zeigen. So, wir haben, was haben wir denn hier? Oh, wir haben Add-ons, wir haben Fortfahren, neues Spiel. Neues Spiel geht ja gar nicht. Fortfahren geht ja gar nicht, ist ja grau. Laden geht auch nicht. Spiel beitreten, ja, geht ja logischerweise auch online. Ich habe jetzt die Hülle nicht hier. Ach, jetzt, sonst hätte ich euch das sagen können, mit wie vielen Leuten das online geht. Ach, nicht, dass ich euch da noch was Falsches, dass ich euch hier was Falsches sage. Also auf der Hülle steht drauf 1 bis 2 Spieler. Und Netzwerk PlayStation Plus erforderlich. Ja, hier steht aber nicht wie viele Netzwerk. Hier steht nur 1 bis 2 Spieler und Netzwerk halt. Also ich denke mal im Netzwerk 1 bis 2 Spieler an einer Konsole. Im Netzwerk werden vielleicht mehr gehen. Mitwirkende Hilfe. Wir gehen erstmal auf Optionen, Audio, Effekte, Musik machen wir auf 40. 40. Umgebung. Machen wir auf 50. Stimmen Hey, machen wir auf stopp da! 60. 65. Filmsequenzen, die lassen wir auf 70. Effekte machen wir auch mal auf 65. Insgesamt lassen wir so. Hä? Hat er ja nicht angenommen. Ach so, ich muss ja. 65. Musik 40. Weil ich jetzt nicht weiß, wie laut die Musik denn in der Aufnahme sein wird. 60. Stimmen. Hey, stop that! Filmsequenzen machen wir auch. So. Steuerung haben wir noch. Hier sehen wir noch die Steuerung. Also es scheint. Also das scheint alles auf Deutsch zu sein, das Menü. Die Sprache haben wir eben gehört auf Englisch. Also ich weiß es nicht. Wir werden uns gleich mal im Spiel von überraschen lassen, was die da quatschen, ob die Englisch oder Deutsch quatschen. Vibration. Oh, hier kann man so ja die Vibration. Ich lasse mal 100% schön voll. Schwierigkeitsgrad, klassischer Modus. Entdeckermodus. An, Auto speichern. Spielstände 5. Lassen wir mal lieber alles auf Originaldialog an. Oh, die Untertitel an, aus, an. Benutzeroberfläche an und was? Friedensmarkierung, Kreis, Konturen, Kreis und Konturen.
Kampfmarkierung, Kreis, taktische Kreismarkatoren, Konturen. Ja, müsste jetzt soweit alles. Dialog, Zoom, machen wir mal an. Ja, Warnung, diese Option zur Kamera. Ja, dann lassen wir das mal lieber aus. Nee, Teilung wollen wir nicht erzwingen. So, haben wir soweit alle eingestellt. Dann können wir jetzt hier mal auf Add-ons gehen. Da kann man aber nicht auswählen. Warum nicht? Neues Spiel. Einzelspieler oder Mehrspieler? Wir machen ein Einzelspieler. Projekt raus. Einzelspielermodus, klassischer Modus, Entdeckermodus. Wir machen mal Entdeckermodus. Das scheint wohl leicht zu sein. Das ist für mich jetzt so besser. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Entschuldigung, Leute. Aber die Cola. Die treibt ein bisschen. So. Charaktereinstellungen. Okay. Dann kommen bei den Charaktereinstellungen. Gibt euren Helden Namen im Erscheinungsbild und wähle vier unterschiedliche Klassen aus. Verstanden. So, ich möchte, dass der soll Odin heißen, logischerweise, weil ich bin ja Odin. Also heißt mein, hoppala, sieht aber doof aus. Das sieht so doof aus. Das will ich jetzt nicht. So. So gefällt mir das schon besser. Annehmen. Erscheinungsbild. Männlich. Oh, hier ist einer mit Glatze. Look out! Hold! Our enemies have laid a trap. There must be a way to spring this trap safely. What could that have done? Ah, a forge. The one place metal and bread are welcome in equal measure. What can I cook up today? What can I cook up? Careful, I spot. What can I cook up? Have I got anything that needs a good firing? Finde ich auch nicht mal so schlecht, nehmen wir das da. Machen wir das. Oh, cool.
Den werde ich nehmen. Kopf 13. Frisur. Das erinnert mich hier irgendwie an Sang-Gee von Street Fighter. Keiner mit Glatze. Ich nehme den Irokesen, der kommt einer Glatze ein bisschen am nächsten. Und da sieht er so ein bisschen aus wie Ragnar Lodbrok von Vikings. Weiß kommt auch nicht schlecht. Ah, nämlich braun. Und ne, hellblond. Ne, ja, so. Unterwäsche. Wieso Unterwäsche? Was ist das? Ja, ich nehme mit Sterne. Oh, nehmen wir dann hier eben mit Glatze am Bart. Nur den, der ist am dunkelsten. So, fertig. Aha, warte mal da. Ups. Erika. Verbündete Schädel. Verzauberer Kämpfer. Oh, Kämpfer sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, ich mach Kämpfer. Auch nicht schlecht. Oh, was haben wir denn hier? Ritter. Aber der hat hier so ein fettes Schwert. Ne? Das ist nicht so mein Ding. Waldläufer. Ach, der hat einen Flitzebogen. Räuber. Da kommt auch meiner Sache schon ein bisschen näher. Glück. Ja, ich weiß jetzt nicht, hat der jetzt nur eine Waffe oder hat der... Ich mag es lieber mit einer doppelten Waffe. Schattenklinge. Oh, Schattenklinge klingt auch geil. Schattenklinge. Ich glaube, ich mache mir eine Schattenklinge. Attentäter. Dolch und Magie. Ja, Dolch und Magie. Dolch ist nicht... Ja. Was haben wir hier? Wildling. Kommt mir vor wie bei Game of Thrones. Hexe. Nee, Hexe nicht. Zauberer. Wo ist denn der Unterschied zwischen Hexe und Zauberer? Ohne Worte. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir ihn mit Schutzschild. Kampfmagie, okay. Kleriker. Der hat eine... Der hat einen Dolch mit bei. Der hat ein Schild und ein Dolch.
heilt Verbündete oder stärkt. Ach. Den hier. Den nehme ich. Kämpfer. Ein brutaler Krieger und Nahkampfexperte. Na, das ist doch was für mich. Geh doch immer Nahkampf über. Ich geh doch mal mitten in die Horde, mitten Rinder. So. Oh, da kann ich jetzt hier auswählen. Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich später vielleicht machen. Ah, okay. Okay, okay. Kann ich eigentlich... Ich lasse das mal lieber so. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja den ersten Part alleine schon jetzt 16 Minuten. Was denn du? Hab ich jetzt Mist gebaut? Wie so ein Ditte? Och, ey, das drückt mir jetzt schon wieder auf 4. Weil ich wieder mal was Falsches gedrückt habe. Ich bin wieder zu weit zurück. Da stand doch nicht, dass es weitergeht irgendwie, oder? Irrt mich da jetzt? Mit Glück ist vielleicht mein Charakter nur da. Natürlich nicht. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt müsste ich da ziemlich schnell vorankommen. Ach. Männlich. Hier nehmen wir aber Dunklet. Müsste jetzt hier gleich kommen. Die haben wir dunkel mit Bart gehabt hier irgendwo. Da. Must be a way to spread. Hey, what? I may have a hold. Our enemies have laid a trap. Hoppel. Den verändert. Da. Ragnar Lodbrok. So, dann machen wir jetzt ein dunkles Braun. So wie das hier. Na, so ein helleres Braun haben wir jetzt. Naja, hier einen aber sowas. Ist okay, das lassen wir so. Nahkampfexperte, genau das will ich haben. Auswählen. Taste, Spiel starten. Ich bin damit soweit eigentlich zufrieden, also.
Entschuldigung. Aber so wie ich es höre, wird das Spiel schon in Englisch sein. Ihr hört ja. Aber wir haben wenigstens deutschen Untertitel. Supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Sauce that did the counselor in. Sauce in a city like Sicile, nowhere safe anymore. Here they are, Captain Sir. God's blessings on you, Hunters. You'll be happy to hear we've reached Sicile. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Those are orc ships, and they're blocking our get you as close to the city as we can and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If you're to get justice for the counselor, you'll have to keep your wits about you. May the luck of the gods be with you both, sorcerer. So, dann würde ich sagen, dann wartet das jetzt schon mal für den ersten Part. Wir haben hier eingestellt, wir haben unseren Charakter eingestellt und erstellt, besser gesagt. Und jetzt fangen wir auch gleich an mit Zocken. Ich warte aber noch, bis der Ladebalken jetzt hier zu Ende ist. Und da mache ich dann aber auch erst einen Cut, dass ihr seht, ich bewege mich hier auch nicht. Gut, kommt auch gleich ein Kommentar, das ist gut so. So. Dann würde ich jetzt sagen, ich beende jetzt diesen Part für jetzt und dann sehen wir uns gleich im Part 2, wo wir das erste Mal richtig anfangen zu spielen. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.